Hier habe ich für euch 10 Oscar-Gewinner der letzten 10 Jahre, die vielleicht nicht jeder von euch gesehen hat. Also wenn ihr Lust auf ein paar Geheimtipps habt, die sich wirklich lohnen, dann schaut bis zum Ende. 2013. Ein Film, der 2013 einen Oscar bekommen hat und vielen von euch vielleicht nicht bekannt ist, ist Brave oder der deutsche Titel Merida, Legende der Highlands. Dieser Film hat den Oscar für den besten Animationsfilm erhalten. Ein Disney-Film, der ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist, das aber völlig zu Unrecht. Schaut ihn euch auf jeden Fall mal an. 2014. Dallas Buyers Club. Dieser Film hat 6 Oscar-Nominierungen erhalten und 3 davon gewonnen. Gewonnen hat er in den Kategorien Bester Hauptdarsteller, Matthew McConaughey, Bester Nebendarsteller, Jared Leto und Bestes Make-up und Frisuren. 2014 war das Jahr für Matthew McConaughey. Er hat mit True Detective, einer kleinen Rolle in Wolf of Wall Street und eben mit Dallas Buyers Club 3 unglaublich gute Performances abgeliefert. In diesen Jahren hat er wirklich gezeigt, dass er ein super guter Schauspieler ist und sich so in die A-List Hollywoods gespielt. Auch Jared Leto spielt in dem Film unglaublich gut und hat diesen Oscar völlig zu Recht gewonnen. Falls ihr diesen Film also noch nicht kennt, schaut ihn euch unbedingt an. 2015. Birdman. Dieser Film hat 9 Oscar-Nominierungen bekommen und 4 davon gewonnen. Gewonnen hat dieser Film in den Kategorien Bester Film, Beste Regie, Beste Kamera und Bestes Originaldrehbuch. Ein super interessanter Film, der mit sehr wenigen Schnitten arbeitet und sehr gut die Theaterlandschaft des Broadway einfängt. 2016. Die Oscars in diesem Jahr sind vor allen Dingen wegen Mad Max Fury Road und The Revenant in Erinnerung geblieben. Ein Film, den ihr aber vielleicht nicht gesehen habt, ist Raum. Dieser Film hat 4 Nominierungen, aber leider nur einen Gewinn bekommen. Gewonnen hat er in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin. Brie Larson hat sich hier den Oscar gesichert. Sie kennt man heute hauptsächlich als Captain Marvel aus den Avenger-Filmen. Ein unglaublich packender Film, ein sehr kleiner Film und ich will gar nicht so viel darüber verraten, weil er sehr spannend ist und sich erst nach und nach aufbaut. Schaut ihn euch auf jeden Fall an. 2017. Das Jahr 2017 war natürlich das Oscar-Jahr von La La Land, der unglaublich viele Preise abgeräumt hat. Ein anderer Film, der für 8 Oscars nominiert wurde, aber nur einen davon gewinnen konnte, war Arrival. Dieser Film überzeugt vor allen Dingen durch brillanten Sound und hat deswegen nicht umsonst den besten Tonschnitt-Oscar gewonnen. 2018. Shape of Water. Dieser Film hat sage und schreibe 13 Oscar-Nominierungen bekommen, von denen er leider nur 4 gewinnen konnte. Gewonnen hat er in den Kategorien Bester Film, Beste Regie, Beste Filmmusik und Bestes Szenenbild. Guillermo del Toro legt in diesem Film aber einen ganz anderen Fokus. Es ist kein klassischer Monsterfilm, in dem es um das Mysterium des Monsters geht, sondern es ist eine Liebesgeschichte. Klingt's verrückt? Schaut's euch an, es funktioniert fantastisch. 2019. Green Book. Dieser Film hat 5 Oscar-Nominierungen bekommen und 3 davon gewonnen. Gewonnen hat er in den Kategorien Bester Film, Bester Nebendarsteller und Bestes Originaldrehbuch. Der Film erzählt von einer packenden Geschichte, einer ungewöhnlichen Freundschaft und man könnte es ein wenig mit Ziemlich beste Freunde vergleichen. 2020. Das Oscar-Jahr 2020 steht vor allen Dingen im Lichte von Parasite und Joker. Ein Film, der ein bisschen im Hintergrund verschwunden ist, ist Ford vs. Ferrari oder der deutsche Titel Le Mans 66 gegen jede Chance. Dieser Film hatte 4 Oscar-Nominierungen, darunter die Kategorie Bester Film und hat 2 davon gewonnen. Gewonnen hat er in der Kategorie Bester Schnitt und Bester Tonschnitt. In diesem Film spielt Christian Bale einen Rennfahrer, also auf jeden Fall für jeden Auto- und Rennfan die richtige Wahl. 2021. Der Rausch. Ein skandinavischer Film, der für 2 Oscars nominiert wurde und einen davon gewinnen konnte. Den Oscar, den er gewonnen hat, war Bester internationaler Film. Dieser Film behauptet, dass der menschliche Körper eigentlich am besten funktioniert, wenn er 0,6 Promille Alkohol im Blut hat. Tatsächlich geht das Ganze auf die Aussage eines skandinavischen Psychologen zurück. Also wenn ihr jetzt Lust auf ein Bier bekommen habt, dann macht euch am besten eins auf, schaut euch diesen Film an, vielleicht performt ihr ja dann zum ersten Mal richtig. 2022. Dune. Obwohl dieser Film für 10 Oscars nominiert wurde, von denen er 6 gewinnen konnte, kenne ich so viele, die diesen Film nicht gesehen haben. Gewonnen hat er in den Kategorien Beste Filmmusik, Beste Kamera, Bester Schnitt, Bester Ton, Beste visuelle Effekte und Bestes Szenenbild. Ein brachiales Kinoerlebnis, das unglaubliche Bilder auf den Leinwand zaubert und einen mit der Musik richtig reinzieht. Schaut euch diesen Film auf jeden Fall an, bevor der zweite Teil ins Kino kommt. Ihr werdet begeistert sein.